Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Diesmal habe ich einen Stargast bei Darknesh Gaming, Games. So. Ja, hallo, hallo. Gut, dann mache ich schnell nochmal leiser und dann geht das eigentlich sofort los. Zack, die Musik ist ein bisschen zu laut. Ja, dann musst du uns auch hören, ne? Ja, genau. So, die Umgebung, zack, die Musik kann ich mal ein bisschen leiser machen, weil die ist doch schon ein bisschen heftig. So, okay, gut, welchen Panzer willst du fahren? Ich überlege noch, ich würde sagen, wir machen das einfach wie eben, oder ich fahre mal mit dem Ferdinand mit, dann mal ein bisschen Abwechslung. Ferdinand, ach, wenn ich das schon sehe, ne? Ja. Was, weißt du schon, was mit der Ferdinand passiert ist? Hä, was? Die wurde zum Gefecht reingezogen und dann Motor angemacht, Motor gleich die Platz. Wie? Verstehe ich gerade nicht. Na, die haben im Krieg den Motor angemacht vor der Ferdinand. Sind, so. Sind zu ca. 2-3 Kilometer gefahren. Okay. Im Krieg, weil die immer volle Pulle fahren, da, wenn direkt die Gegner davor stehen. Und dann fahren sie ja volle Pulle und dann ist direkt bumm. Ja, ist halt eine neue Entwicklung gewesen, ne? Das sind nicht so ausgereift. Jo. Aber trotzdem, ich finde das Ding richtig geil. Oh so. Ja. Ich habe jetzt wieder neue Mod drin, Leute, Hit Sounds, habe ich von meinen Kollegen hier. Hat ein Video dazu gemacht, ich werde das auch direkt mal unten dann posten, das Video. Das immer rein. Genau. Ich kann es dann nachher dann auf dem Video dann sehen, wie es aussieht. Ich habe es selber nicht mal drin. Na, sag mal, wenn die alle nicht fahren. Irgendwie Taktik machen oder so einfach nur vorwärts? Ich würde sagen, wir fahren da unten diese K-Linie lang. Ja, gut. Da habe ich das hinfällt, darum brauchen wir nicht, also Karl-Diener eh bloß. Das Beste ist, bei der Ferdinand ist vorne alles markiert, alles, aber wirklich alles. Also ich hätte vorhin auf den anderen Tag, habe ich auch richtig draufgebolzt, auf verschiedene Stellen vorne, ich bin nicht durchgekommen, habe ich nochmal Goldammer geladen, mit mir jedes 6 bin ich auch nicht durchgekommen. Okay, das ist schon ein bisschen krank. Ja, habe ich wahrscheinlich. Nee, von hier oben kann man nicht schießen. Falsche Stellen. Die kommen dann wahrscheinlich so bei J 3-4 Stunden dann auf den Berg und dann schießen den Ballon so runter. Da steht doch schon einer. Pass auf. Oh, oh, oh. Aua. Verfolgt oder was? Aua. Oh, oh, oh. Nicht stehen bleiben. Gas, 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 Gas. Los, 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 los. Ich will nicht sterben, ich bin noch zu jung. Gerade, oh, 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 oh. Gerade eben das erst ins Gefecht gekommen, 2 Schüsse tot. Oh, die Artillerie hat mich mal wieder ins Gewissen. Hat schön geknallt hinter mir. Ah, ohne Scheiß, ich mag die ES-Reihe nicht. Ich hab selber einen T150. Ach du Kacke, in der ES, wir haben so verkackt, ne? Das ist dein Kollege dahin. Ja, der macht One-Hit auf den Tiger. Auf den Löwe macht er sogar mit 2 Schüssen direkt tot. Oh, Arti beschießt mich. Ja, das ist richtig mies. Ich mag Games mit Arti überhaupt nicht. I have a dream, a game with not Artis. Naja, ist ja nur eine Arti, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ja gut, aber die Arti ist doch schon nicht mehr. Aber ich will jetzt, ich hab irgendwie Bock jetzt drauf zu gehen. Aber ich will jetzt nicht. Guck mal, der guckt mich schon die ganze Zeit blöd an. Autsch. Oh, die Arti. Ich sag ja. Vor allem, warum schießt die Arti auf uns eigentlich, verstehe ich nicht. Nur die sind die gefährlichsten, ne? Jagdpanzer. Danger, danger. Oh, was zerschießen. Achso, na gut, schon tot. Ich kann jetzt hier leider nur unseren geschossen, das ist. Oh, das wäre ein bisschen mies gewesen. Naja, das schaffe ich noch gerade so nicht. Der Munitionslager, das ist mies. Ja, ich hab ein Repair-Kit dabei. Notfalls kann ich das mal schnell reparieren, aber jetzt brauche ich gerade nicht reparieren. Wie schieße ich denn hier? Wäre ja auf meine SU gegangen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Nachladezeit von 25 Sekunden oder so. Ja, ich repariere es jetzt mal. Das brauche ich gerade. Alter, der ES6 ist der dumm. Ah, fuck, jetzt ist doch gerade gefahren, hat's gehangen. Ich hab geschossen. Das war schlecht. Ich spiel gerade hier mit V, also ich guck die dazu, wir mit schön, historisch. Achso, du mir das? Ja. Oh, boah, hast du geschossen. Oh, ey, du geschossen. Ah, das schafft. Aber
aber. Nein, ich habe kein. Die Hummel war das. Ich habe kein Repair-Kit-Rad dabei. Der Nachteil ist, beim Ferdinand bin ich der Meinung, der Ferdinand hat so eine komische Form, so eine komische Bauform. Das heißt, der wackelt ziemlich, wenn du schießt. Oh ja. Also der hat die Ketten so vorne und so hinten so seltsam. Das heißt, der wackelt so nach vorne und nach hinten, wenn er schießt. Das ist ungenau dann. Das ist das Problem. Ja, ist ein Bus, ne? Naja, so in etwa. Oh. Ah, schau mal, so drauf sind. Aber ich meine, oh ja. Deutsche Panzer ist, also Jagdpanzer ist nicht gerade so besonders. Ja, der Jagdtiger schon. Schon nicht ganz ohne, den ich da habe. Wir beschießen jetzt am dümmsten Mal. So. Ich liebe es richtig historisch zu kämpfen. Schwarz-Weiß-Game wäre doch richtig geil. Am besten wäre das eigentlich für mich sogar. Also ich wäre dafür, dass das Game sogar in Hardcore wäre. Einmal so ein richtig schön Hardcore-Server, das heißt ohne HUD, ohne alles. So, meinst du verschiedene Spielmodi oder was? Ja. Der Jagdpanzer könnte mir mal helfen, ne? Okay, check dann. Der wird eh nicht treffen, der wird dich nicht treffen irgendwann. Der wird dich treffen stattdessen ihn. Wie, der verkam ich einfach nicht besiegen kann. Ja, der fährt zu besoffen, merkt man. Ich wäre schon schön in ihm. Ach, dann bekämpfe ich halt einen anderen. Scheiß auf den hinter mir. Ach, ein bisschen Pillepalle da hinter mir. Oh, jetzt langsam so. Er wird eins und keinen abgeben. Ja. Ich hab. Genau, gut. Okay, dann gehen wir mal raus. Aber wir irgendwie verkackt dann, egal. Ja, verloren. Aber ja, zumindest trotzdem. Haben wir es noch ein bisschen so, dass wir nicht so ganz hoch verloren haben. Na, war ein bisschen mager, aber trotzdem. Gut. Ich habe gehört, du willst eine Runde Achter fahren. Wie Achter? Sind wir doch eben schon gefahren. Ach so. Ja, wir sind ja. Jagdtiger 88 höher und könnte ich theoretisch mit denen mitfahren, aber das ist gleich ein bisschen höher als da. Nee, das wird nichts. Ich kann ja auch. Den hier fahren, warte, dann müsste das eigentlich genau gehen. Ja, es geht auch sicherlich mit einem Jagdtiger 88, aber dann bist du genauso niedrig wieder eingestuft, wie du es jetzt eben brauchst bei dem ISU. Sehr geil, hau auf, zack. Na, dann machen wir es einfach. So, kleine Kinder draußen, die gehen mir jetzt schon auf den Sack, aber ist mir egal. Ach ja, weil gutes Wetter ist, geht sofort raus, Fußball spielen. Ja genau, na siehst du, geht ja noch. Da, naja. Nach den M103, ne? Das ist echt eine Qual. Ist doch aber eine scheiß Camper-Map auch, ne. Ach gut, mein GW-Tiger, ne? Boah, ist ja geil. Ich mein GW-Tiger, das muss ja brutal sein. Oh ja. Ich bin jetzt erst bei der Hummel, also so weit bin ich noch nicht. Ich habe auch noch eine Grille, aber... Naja. Aber die Hummel ist schon ein guter Anfang, sagen wir es mal. Ja, schon nicht ganz. Aber man sollte eigentlich, ich habe gehört, die Franzosen sollten eigentlich besser sein, weil die ein Trommelmagazin drin haben. Drei Schüsse drin und dann kannst du hintereinander ballern. Ja, ich fahre aber nur Deutsche. Ja, genau, Deutsch. Du musst immer Deutsch sein. Ja, so Deutsch. Bei der Cap, ist das schon bei der Map, ist es ein bisschen schwer, wohin fahren. Ich glaube, du musst auf den Berg vielleicht, oder? Ja. So, eine Verlinkung zu deinem Kanal findet ihr da unten in der Beschreibung. Na, hoffentlich. oder ihr geht auf meinen Kanal, dann habt ihr das genau gleiche da. Ja, weil genau, da rechts an der Seite. Der ist der richtige Zocker, wo seine Kappscheide ist mal bluten. So ist das. Oh ja. Mensch, ist immer schlimm mit denen. Ich muss die schon verarzten, die Finger, weil das schon so hardcore ist. Der zockt die ganze Zeit nur 24-7, also ist richtig brutal. Ja, ich habe keinen Real Life mehr, ich gehe nicht raus. Die Rolle ist ja alles schon abgedunkelt und so, ne? Also. Oh Mann. Ja, jetzt weiß ich, warum du so gute Panzer hast. Wenn ihr meine Garage anguckt, da sieht er doch schon ein. Da habe ich bloß, im Moment vertrage ich da bloß eine SU85 B, glaube ich, und ein VK 3001A. Aber was ich alles schon erforscht habe, T150, Jagdpanzer 4, alle so. Es bringt dir aber nichts, wenn du mit vom Kumpel mit einem Account fährst, weil kommst du selbst mit deinem Account langfristig nicht voran. Ja, aber trotzdem, ich spiele bei meinem Kumpel weiter, weil die SU-152 gefällt mir einfach viel mehr. Und bis ich da aber meinen Account hier erreicht habe, also, da kann ich doch holen. Wenn du den IS-7 oder den T-57 vor dir hast, würde ich sagen, fährst du lieber weg. Die beiden Zehner sind zu danger für dich. Die beiden Mörner eigentlich auch. Ich will ja E50M erreichen, aber bis dahin dauert es auch noch ewig. E50M? Oh. Fast eine Weile.
Ja, ich will. Also erstmal habe ich den Panzer vor meinem Visier, das ist noch, ich glaube, 20.000 Erfahrungspunkte. Und dann, jo. Aber das Geld, ne? Das Geld ist immer so eine Sache. Ich habe da, glaube ich, bis 200.000 drauf. Ja, das ist das, du brauchst. Brauchst eigentlich einen Goldpanzer für später, also. Ja, habe ich schon gehört. Aber der Löwe soll eigentlich am besten sein für Gold. Ein bisschen teuer vielleicht, aber wenn du das Geld hast, dann wäre natürlich der Löwe, glaube ich, das Optimalste. Habe ich den ja von mich, ey, ohne Scheiß, der Ton, der passt mich gleich wieder an. Neue Waffen. Der guckt mich schon blöd an. Ja. Der ging nicht durch. Oh, alle gucken mich an, so blöd. Was? Ich sehe gerade eine Schwachstelle oben. Unser Munitionslager wurde getroffen. Die GBT-Gas sind ja aufgehauen. Immer wild beim niemals stehen bleiben. Na, ich verzieh mich. Okay, ich hab den ES7 bei mir, also brauchst keine Angst. Nee, komm runter zu dir. Mit Vollgas nach unten. Auch jetzt wurde ich erspäht. Wie kann ich jetzt zum Teufel erspäht werden? Ich verstehe sowas nicht. So, ich brauche ja mal Hilfe, Arti. Ich krieg sie nicht. Das kann ich von den Zulufen eigentlich wieder alle campen. Also Lorraine, die hat ja auch schon Pommel Meyers hin drin. Ich wollte jetzt schon die ganzen rückwärts, also rückwärts runterfahren, ja, aber das dauert ja eh 5 Monate. 5 Jahre. Deswegen fahre ich jetzt mal Vollgas. Besonders weil Munitionenlager ist kaputt. Mein, was heißt das denn hier? Mein Turm ist kaputt und die Kette ist kaputt. Aber jetzt habe ich gerade eine Munitionslage repariert und das müsste eigentlich doch ein bisschen mehr abgehen. Das tut's doch nicht hier. Manu. Oh, da ist ja beinahe drauf. Also. Wollen die mich verarschen, die Artis, oder was? Ja, das ist richtig mies hier, man. So, das ist eine GBT, ja, das ist unglaublich, da kommst du nicht durch. Ach, der haut dich weg. Die drei haben mich zwar nicht kaputt gekriegt, die Artis auch nicht, aber trotzdem bin ich schwer beschädigt. Die Artis tut nichts von uns, was ist denn? Was ist das? Ja, du willst denn sowas gewinnen, ne? Ach, jetzt steig ich auf Gold am Rum, jetzt habe ich nur zu voll, komm ich nirgendwo durch, ja. Ist Gold Ammo zu empfehlen? Wenn es Geld hast, ja. Aber mit Gold kaufen oder ohne, was denkst du? Nee, nur mit Credits, also kaufe ich zumindest. Okay. Aber generell, also du musst es immer so absehen, wenn du es brauchst, also da sagen wir es mal so, du bist mit einem 8er Gefecht, also mit einem 8er Panzer im 8er Gefecht, brauchst du es eigentlich normalerweise nicht, sind aber 2 9er Panzer mit drin, dann kannst du schon überlegen, ob du damit schießt. Ja, da überlege ich nicht zweimal. Und dann auch, mit Goldpanzer, wo du eigentlich im Gefecht Geld verdienen möchtest, da mit Goldmuni zu schießen, ergibt glaube ich keinen Sinn, weil machst du keinen Plus. Ja, das stimmt. Aber ich will ja Geld verdienen und nicht Geld minus machen. Die Ammo ist ja schon so allgemein so teuer. Ja. Und wehe, dem mach jetzt nicht die Artis-Platte, ich flipp aus, ne? Ich bin ja schon wegen den GBT ja schon direkt im Arsch, aber naja. Alter, fährt ja der verkackte Tiger vor mir, ne? Haben die alle gesoffen oder was? Mann, die Artis von uns, das ist zum Brechen, ne? Naja, nicht komm, die hätten die IS-7 da vorne schon mal ein bisschen kaputt machen können, aber nee. Na doch, die hauen drauf. Treffen aber nicht. Jo. Aber ich habe wieder einen neuen Account gemacht, weil ich, weiß nicht, glaube ich, hab einen Fehler gemacht. Was hast du einen neuen Account gemacht? Ja, in World of Tanks, weil ich glaube, ich habe da einfach einen Fehler gemacht mit denen. Panzermäßig und deswegen will ich jetzt direkt als nur mit den Jagdpanzern fahren und nicht mit den Schrottalmen. Oh, nice! Direkt mal abgeschleppt, die Kacke. Na, jetzt komm, jetzt mach den Panzer hinten platt und dann also den ganzen Panzerreihe. Sind nur noch 2 Autos. Ja, da hast du das Ding schon gewonnen. Nee, wie, was hast du da falsch gemacht? Nee, glaube ich, weil ich ja den ganzen Credits da, also die Credits ist ja noch in Ordnung, aber im Moment, ich habe eher mehr Bock wieder neu anzufangen, weil irgendwie fühle ich mich da einfach bei dem anderen Account zu alt, zu ausgenutzt. ja, und das ist einfach, weiß nicht, kriegt das
irgendwie da nicht hin, aber wenn ich jetzt einen neuen Account mache, dann macht das doch schon mehr Spaß, weil ich da eher die alten Panzer wieder habe und ich probiere eigentlich sehnsuchtsvoll Freude, die Marder wieder